Was ist meine Berufung und wie kann ich sie erkennen? Diese Frage höre ich immer wieder, vor allem aus dem Mund von jungen Menschen. Zunächst, das Wort Berufung bedeutet Beziehungsgeschehen. Da gibt es einen, der ruft, wir meinen Gott, und einen Angerufenen, den Menschen. Gott möchte mit dir etwas zu tun haben. Gott hat einen Vorschlag für dich, einen Plan für dich, etwas, das zu dir passt. Mutter Teresa hat gesagt, wir ahnen gar nicht, was Gott aus uns machen kann, wenn wir uns ihm überlassen. Damit hat Berufung zu tun. Aber Achtung, es geht nicht um ein Rätselraten. Lieber Gott, wenn ich entdecke, was meine Berufung ist, werde ich glücklich. Und wenn ich das Falsche wähle, dann habe ich mein Leben verpfuscht. Nein. Gott bleibt im Gespräch mit Menschen ein Leben lang. Berufung ist etwas, das wächst. Auch ich, obwohl mir klar ist, dass ich mit meinen 60 Jahren und meinem Leben als Bischof einen vorgezeichneten Weg gehe, stelle mir immer wieder die Frage, was ist jetzt meine Berufung? Was ist jetzt für mich dran, oh Gott? Ja, wie erkennt man Berufung? Und ich meine jetzt vor allem die nach den großen, entscheidenden Lebensfragen. Sie hängt einerseits zusammen mit Sehnsucht. Die Sehnsucht ist ein guter Wegweiser, ein guter Indikator. Wonach hast du Sehnsucht? Das Zweite, was wichtig ist, sie muss auch realitätsbezogen sein. Nicht eine Spinnerei, eine Flause im Kopf. Sie muss zu dir passen, auch objektiv. Und deshalb wird es auch wichtig sein, sich die Meinung von wohlwollenden Menschen dazu anzuhören. Im kirchlichen Kontext ist das ein geistlicher Begleiter oder eine geistliche Begleiterin. Die habe ich damals beim Finden meiner Berufung als sehr hilfreich erfahren. Ja, und wichtig ist dann drittens, dass man sich wirklich dafür leidenschaftlich interessiert und die Frage stellt, Gott, wenn du mich rufst, dann bitte sprich deutlich, öffne mir das Ohr und gib mir Mut, diesem Ruf zu folgen. Berufung ist nicht nur eine Sache Gottes, der ruft, sondern eine Sache des Menschen auch, der sich dafür öffnet. Ich wünsche allen, die sich auf diesen Weg machen, viel Freude mit dieser Kommunikation mit Gott, der ruft. Und was sind eure Gedanken zu diesem Thema? Fragen, Anregungen, Kritik, Weiterführendes sind herzlich in den Kommentaren willkommen. Und wenn es gefallen hat, abonniert doch bitte unseren Kanal.